Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hellsound. Ah, Moon. Sehr gut. Mission ist immer gut. Button disabled, there must be a generator somewhere. Immer noch. Aha, zu, gut. Nun, dieser Raum, er sagt mir nichts. Deshalb werde ich ihn ignorieren. Ich habe Gänsehaut, habe Gänsehaut, habe Gänse. Was für ein Geräusch ist denn das? Gänsehaut, habe Gänsehaut, ich habe Gänsehaut. Ich habe... Ich fühle mich gar nicht wohl. Hier muss doch gleich irgendwas, bestimmt was ganz Furchtbarliches passieren. Irgendein Scare-Dump. Irgendwas, was mich einfach nur fertig machen soll. Was ist das hier für eine Ecke? Was ist das hier für eine Ecke? Ecke, Ecke, Ecke. Ich versteh's, ne? Gut, okay. Wir nehmen diese Tonne. Die steht hier einfach so rum, also nehme ich sie mir jetzt. Au. So, und dann stelle ich sie hier hin. Diese Tonne. Ja? Gut. Da springe ich dann da drauf und dann hier drüber. Geht nicht, da oben ist auch ein Gitter. Diese cleveren Schweinehunde. Ich krieg das ja hier auch nicht kaputt, deshalb versuche ich auf irgendwas zu schießen, was kaputt zu machen geht. Und sie bringt nichts. Bringt dem nichts. Diese unkaputtbar. So, ein bisschen schön Munition verschwende. Das ist ja super toll. Das ist ja super duper. Da kann man sich was von kaufen. Tja, was tue ich hier, ne? Ich will eigentlich hier hoch und dann wenigstens da drüber gucken. Der Raum hier muss ja was zu sagen haben, sonst gäbe es den ja nicht. Ja, Lampe ist gut. Ich krieg das hier ja auch nicht weg. Ich drück nochmal E. Da hinten sehe ich eine Tür. Muss ich auf irgendwas schießen? Captain, Captain, die schießen auf uns. Es bringt uns alles nichts. Hui. Hui. Rohe Gewalt bringt uns ausnahmsweise nicht weiter. Hä? 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 Doch, hat's, hat's. Jawoll. Ja, jawoll, woll, woll, woll. Woll? Was war denn das gerade eben? Ah, ein Schalter. Ich sehe einen Schalter, ich werde ihn drücken. Ich sehe einen Knopf, ich werde ihn drücken. Oh, ein Medipack. Ich werde mich drücken. So. Ah, warum wir das hier nicht aus dem Weg gekriegt haben, verstehe ich zwar nicht, aber diese gewaltige Explosion hat auch keineswegs den Generator zerstört. Das ist schon alles eine super Welt, in der wir hier leben. Abgeschmiert? Wer abschmiert darf noch? Nochmal? Anscheinend nicht. Hä? Wie komme ich denn da hin? Ah! Ja, das hast du ja so gedacht, meine Kleine, aber ich bin gut. Und du bist tot. Da! Mach keinen Scheiß, fall gefälligst um. Ich liebe meine Triple-Shot-Taste. Was für ein ekelhafter Sound. Cool. Ich habe nämlich extra einen Knopf auf meiner Maus. Wenn ich den einmal drücke, macht der tak, tak, tak. Das stimmt. Bleiben wir bei der? Bleiben wir erstmal bei der. Nee, hier. Komm, Axt, Axt in der Hand. Ich habe jetzt die Axt. Ah! Wow! Alter! Wow, wow! Wow! Was ist denn das? Ah! Oh nein! Ich bin nicht bereit für sowas. Hände, helft mir! Helft mir, hat mal jemand meine helfende Hand? Soll ich da jetzt etwa hinterher? Wieso sind die Hände an der Wand? Der hat ja einen Stift. What? 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 What?
aus. Oh mein Gott, ein See aus Blut. Ach, du Scheiße. What? Stuhl? Behindi-Stuhl? Willst du mir helfen? Man kann dich nicht hochheben, wa? Muss ich da rein in die Pampe? Ich will da nicht rein. Ich will auch hier nicht rein. Oh. Junge! Schiebst du nicht komisch Filme, wenn ich mache Spielen? Scheiße, ist das. Wo bin ich denn hier? Mann. Mann, jetzt drück doch mal den Knopf, ey. Geht nicht. Hallo? Gehst du auf zu machen? Komm, Axt plus Holz ist gleich Splitter vielleicht. Nein? Gut, schade. Er nun wieder. Ist echt arm dran. Hm? Bein ab und arm dran. Blöder Witz. Au, 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 au. Aua. Er ist so schlecht synchronisiert, ich spreche für ihn. Ja, 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 ja. Ich bin das Sprachrohr der Zombie-Welt. Ja, 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 ja. Na, da wollen wir nicht gleich den Kopf verlieren. Ui. Ah, was? Wie? Wo? Was? Wie? Wo? Ah! Oh, Riesenspinne! Riesenspinne! Riesengroße Spinne! Ich hau dich! Wo kamen die her? Geht nicht? Gut. Was habe ich denn dann überhaupt hier drin gesucht? Anscheinend die Munition. 16 Shoots. Ach nee, das war Revolver Moon. Coole Scheiße. Aha. Er will uns etwas sagen. Er braucht Hilfe. Brauchst du Hilfe? Ach, er braucht keine, aber er hat welche, oder wie? Nur für uns. Nur für uns. Ich gehe. Ah, was bist du? 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 Ich hau dich. Ich hau dich kaputt. Ich hau dich kaputt. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Was bist du? Ah, ah, ah. Doch nochmal. Oh, Kinder. Mach das doch nicht mit mir. Alter, jetzt lass mir in Ruhe. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ich hab's verstanden. Ist gut, ist gut. Ist gut. Oder schlecht. Höchstwahrscheinlich schlecht. It's a trap. Bam, bam, bam. It's a trap. Schön. Gut zu wissen. Ja, weiß ich doch. Weiß ich doch. Da geht's gleich runter. Das hat man aber schon von Anfang an gesehen. Schuh. Ein Schuh. Schuh geht vor. Da ist noch ein Medkit. Schön. Nein, ich wollte doch Schuh aufheben. So, Schuh, du kommst mit. Was auch immer passiert, wir beide bleiben zusammen. Passiert ja gar nichts. Das Spiel ist doch nicht so berechenbar, wie ich dachte.
gehe jetzt mal nicht davon aus, dass man hier zurückspringen soll. Sind wir einmal schon so weit gekommen und haben auch endlich Schuh gefunden. Das fände ich ganz schön stuhl. What's the answer? The answer is 42. What's the question? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht. Kann mir bitte einer eine SMS schreiben? Ich bin gerade innerlich so angespannt, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil, was soll man denn jetzt hier? Das Kabel durchschneiden? Irgendwas muss es doch hier geben. Ich dachte, wir fallen jetzt hier runter. Creepy ist das hier schon, ne? Aber soll ich jetzt hier einfach wieder raushopsen? Das ist doch auch hohl. Hä? Soll ich hier ausbrechen? Nö, hier kommt man gar nicht rauf. Was flackert denn hier so? Hier, die Lampe flackert. Sollen wir jetzt hier irgendwo rankommen, wo wir vorher nicht rangekommen sind, oder was? Müsste jetzt nicht irgendwas passieren? Ist das Spiel zu Ende? Ich glaube es kaum. Ich glaube, die wären so nett und würden uns das sagen, wenn das Spiel zu Ende ist. Ich verstehe es nicht. What's this? Hey, it's a trap. Ja, super Knufte, aber anscheinend nicht für mich. Ja, hier ist zu. Super. Das ist ja super doll. Das ist ja super doll. Das ist so. Kriegt man den denn kaputt? Gut, also brauchen wir den. Und zwar, damit wir hier wieder runterkommen. Du gehst vor. Das ist jetzt wie bei The Cube. Es ist offen. Es ist offen. Ich hab übelste Angst. Na 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 na. Enter the Asylum. Was ist denn das Asylum? Ich hab doch gar kein Asyl beantragt. Schuh! Schuh, komm mit! Komm mit, wir fahren jetzt Fahrstuhl! Das wird dir gefallen. Das ist ein Riesenspaß. Was? Noch weiter runter? Mann, wo will der denn nur hin? Wir sind doch schon im Keller. Ich bin ganz ruhig. Ich bin die Ruhe in Person. Ich bin super entspannt. Ich bin an einem Strand. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Schuh ist bei mir. Alles wird gut. Schuh, du gehst wie immer vor. Du bist schließlich ein Schuh. Hey, Christian. Was? Schuh kann sprechen? Klar. Ich bin nicht irgendein Schuh. Ich bin ein ganz besonderer Schuh. Ein ganz besonderer Schuh? Genau. Nein, das glaube ich dir nicht, Schuh. Du bist einfach nur ein linker Schuh, wie jeder andere linke Schuh auch. Und ein Arbeitsstiefel. Und du hast eine Stahlkappe. Wobei, ich könnte mir den Schuh aufsetzen, dann wäre ich nicht so leicht zu verwunden, wenn er eine Stahlkappe hat. Oder ich ziehe ihn mir an und trete den Zombies damit gewaltig in den Arsch. Chapter 4, Psycho Home.
Das Psychoheim in Kapitel 4. Kapitel 4 ist das letzte. Ich erinnere, es ist die Beta. Die Mod ist noch nicht fertig. Dammtidumm. Dann wollen wir mal schauen, wie unser Psycho zu Hause aussieht. Hallo. Das Psycho macht mir schon Riesenspaß. Also wirklich, da habe ich jetzt mal... das brauche ich jetzt unbedingt. So ein bisschen Psycho-Wahnsinn. Links und rechts. Erinnert mich leicht an The Stanley Parable. Stanley decided to go the left oder the right. Okay, damit hat sich die Frage gegessen. Aha. Schlückchen, Schlückchen, Kirschsaft. Okay, okay, okay. Immer schön die Muni verschwenden. Ich will Stuhl. Stuhl, mach den Weg frei. Okay, okay, der legt sich ganz entspannt hin. Und der anscheinend auch. Ich gehe trotzdem den anderen Weg. Ich habe nämlich, wie immer, ganz schön große Angst. Ganz schön große Angst. Und einen ganz kleinen Mut. Aha. Ich rieche den Braten. Die Türen sind elektrisch verriegelt. Ne? Und darum muss ich da die Sicherung rausballern. Und dann geht das Licht auf. Ah, ah. Nicht mit mir. Für den brauche ich auch keine Muni. Wo ist die? Ah, du weißt ja auch gar nicht zu benehmen. Sehr gut. Hier wird kein bisschen Moon verschwendet. Aha, war doch keine Supply-Kiste. Ich höre doch was. Also im Vergleich zum Anfang des Spiels mit dem Bildersammeln und so hat es mittlerweile schon für mich einen ganz schön nervenzerfressenden Touch bekommen. Huch. Ich will da hoch. Ich will mich hier hinstellen, denn dann habe ich das Gefühl, ich bin sicher. Okay, es ist überhaupt nicht so, wie ich es mir dachte. Ich höre auf jeden Fall irgendwas. So, wo sind wir denn? Ich habe irgendwelche Geräusche im Haus gehört. Kann sein, dass gerade jemand nach Hause gekommen ist. Ich nehme immer noch bei meinen Eltern daheim auf. Ich bin immer noch in der Schulzeit. Aber das hindert mich ja nicht daran, fleißig Folgen zu sammeln. Das Voting läuft übrigens noch, aber es sieht, also Prototype 2 ist jetzt durch und ich hatte ja das Voting reingestellt. Ja, was soll ich als nächstes zocken? Und das hier habe ich eigentlich so für mich persönlich als Zeitvertreib genommen. Aber weil es ein Horrorspiel ist, nehme ich mich einfach mit auf. Mal gucken, ob ich es bei YouTube reinstelle oder nicht. Bin mir noch unsicher. Ah, ich glaube ja. Und sonst würde ich nicht weiter aufnehmen. Und so wie es aussieht, macht Alice Madness Returns gerade das Rennen. Das wird dann wahrscheinlich mein nächstes Projekt. Da freue ich mich schon. Tatsächlich. Wo sind wir denn? Ich schätze mal, das Grüne sind wir. Oder? Nee. You are here. Ich suche sowas wie you are here. Elevator, you are here. Ach, da. Ach, ich. Ach, hier. Hier sind wir. Da ist irgendein Sicherungskasten. Cafeteria. Wir kommen gerade aus dem Exit. Quasi hinein, hier heraus, wie auch immer. Nee, wir kommen vom Elevator. Wir sind von hier? Nö. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall höre ich die ganze Zeit irgendwo irgendwas atmen. Hä? Was? Was soll das denn? Hä? Und was soll ich jetzt hier? Das war unabsichtlich. Ich habe keine Ahnung, wo es hier hingeht. Was soll ich denn jetzt hier um? Hier führt es doch nirgendwo hin. Ich,
glaube, das hätte man nicht kaputt machen dürfen. Das wird doch bestimmt noch gebraucht. Oh, da so ein schöner Tag. Ein Glück bin ich so vorsichtig, da bin ich nicht runtergefallen. Komme ich hier um die Ecke? Komme ich hier um die Ecke? Ich komme hier doch bestimmt um die Ecke, da liegt doch Muni. Gib mir die Muni. Gib mir die Muni. Gib mir die Muni. Gib mir die Muni. Muni, Muni, Muni. Scheiße. Fuck. Ja, wie es aussieht, soll ich da runter? Gut. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Mir gehen ganz schön die Muffen. Find first battery and insert it into the panel. Hier fehlt also eine Batterie. Dann tun wir hier doch so einen Energy-Drink rein. Nee, ist kein Energy-Drink, ist irgendeine komische Suppe. Ich dachte gerade, da bewegt sich was. Nein, es ist nur die Dose, die ich gerade eben dorthin geworfen habe. Tja, ich bin halt schon ein bisschen verängstigt. Ich bin mir sicher, dass ihr noch irgendwann aufstehen werdet. Da bin ich mir extrem sicher. So, hier war doch eine Batterie, ne? Genau, Adlerauge sei wachsam. Oder Holzauge? Weiß nicht. Werden wir gleich sehen. Find second battery and insert it into the panel. Da ist zu. Guti, die eine Batterie war, soweit ich das beurteilen konnte, hier an den Plan eingetragen. Genau. Und da sehe ich ja noch... Accumulator Receiver. Okay. Und da müssten wir... Also müssen wir jetzt quasi hier rein. Hat das Ding jetzt irgendwie Strom oder so? Ja. Tatsache! Das war die erste Batterie. Interessante Art und Weise des Level-Designs. Bisschen dunkel hier, ne? Ich mache die Taschenlampe an. Ich glaube, das wird nicht viel bringen. Ich habe die ganze Zeit so ein Atmen im Ohr. Voll belastend, ey. Voll belastend. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Dreiviertel Stunde, na gut. Psycho? Psycho? Hallöchen. Gleich war... Lalalala. Nein, nicht ihr schon wieder. Nö, nö, nö. Ihr seid kacke. Ich gehe. Tschüss. 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 Nein, ich gehe. Tschüss. Ist mir egal. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich... Ich will hoch. Ich will hoch. Ihr könnt das zerhauen. Oh, nö. Denn nur? Hä? Was ist das? Ist hier irgendwas dahinter? Hallo? Nicht solche Musik, ey. Bitte nicht solche Musik, ey. Just to be sure, hier ist nichts. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. War nicht noch irgendwo ein zweites von den Viechern? Ich guck lieber nicht danach. Hier, wenn es kommt, dann soll es sich ein bisschen mit der Zeitung beschäftigen. Ich hab zu tun. Was ist denn hier nur... Nicht solche Geräusche! Nicht solche Geräusche! A door has opened at the distance. Das ist ja super pupa. Das will ich gar nicht. Das will ich gar nicht. Ich will nicht durch irgendwelche Türen gehen. Ich will nach Hause. In mein Bettchen. Ich will nicht irgendwelche Zombies. Ich will auch nicht irgendwelche Halbtransparenz-Spastis, die hier durch die Gegend laufen und der Meinung sind, die müssen mal an mir rumknabbern. Ich finde mich überhaupt nicht lecker. Die Tür flackert. Ah! Watze, Alter! Was ist das? Eine Klapskammer? Wieso denn eine Klapskammer? Ich gehe in die Klapskammer. Nee, oder ich gehe mal rein. Doch, ich guck mal. Hallo! Leer! Kann sein, dass das knapp war? War das knapp? Das war knapp, oder? Das war bestimmt knapp.
knapp genug, um es in die letzten Sekunden des Videos zu schaffen. Damit ist diese Folge vorbei. Ich bin der Baume und sag auf Wiedersehen und ciao, ciao.